Es ist ganz eindeutig, dass das Aufklaffen des Vergegenwärtigungsmoments das ist vielleicht der letzte Moment, der letzte Tag in deinem Leben, unwiederbringlich, nie wiederkehrend, auch nur deshalb möglich geworden ist, weil dies den Drittveränderungsimperativen dient. Dass er schaudernd irgendwann wird der letzte Tag dieses sich ausfältelnden Bewusstseins zuschlagen. Und der könnte jetzt schon sein, heißt nichts anderes, sobald du ein Wesen erblickst, dass dasjenige repräsentiert, von dem Sloterdijk sagt, es geht immer um den Zugang zum Adyton in diesen Sphärenblasen, dann musst du all deinen Mut zusammenfassen und den Moment des Kairos ergreifen und zuschlagen. Selbst also die existenziellste Erfahrung des eigenen Tödlichen, das heißt des unvermeidlich letzten Schnitts und all der Schnitte davor, die diese Voreinübung für den letzten Moment, der dann der ultimative und definitive und nie mehr sich fortsetzende und nie wieder sich einholende sein wird, dient nichts anderes als dieser Sexuierungs- und Veränderungsimperativität. Spuren im Sand. Schon wieder so eine Zehenstellung, die nicht mit der meinigen korreliert.